Yeah. Ey, was ist das denn für ein Scheiß? Du fliegst im 16. Finale, guck, ich fick dich kurz und lasse diesen Predator blasen. Du und deine Mongo-Klicke, ja, ihr filmt euch beim Raven. Deine Stimme kannst du pitchen, doch die Skills niemals faken. Man blickt zurück auf die Karriere, die du hinter dir hast. Du wolltest rappen, aber dir hat nie ein Image gepasst. Du hast auf Künstler gemacht, hast dein Label gestartet, aber dein schlechtes Signing ist die allergrößte Blamage. Also hast du es probiert, auf die Realtalk-Schiene. Doch dein Realtalk war nur, dass Bitches dich niemals lieben. Und heute versuchst du all dein Leid in die Songs zu kompensieren. Doch sag, wie ist das, wenn sich keiner für dich Trottel interessiert? Wenn selbst deine Mom beginnt an ihrem Fleisch und Blut zu zweifeln, und aus solchen Gründen könnt ihr Opfer niemals was erreichen. Ist euch das nicht selber peinlich, diese Parts, die ihr verbreitet? Oder steht die wirklich hinter dieser aufgesetzten Scheiße? Hi Nutte, bye Nutte. Du bist jetzt gefickt, egal was du Opfer bringst. Ich nehm dich nicht wirklich ernst und zieh locker ins Achtel. Und mein nächster Gegner wird einfach geschlachtet, es ist der King hier. Hi Nutte, bye Nutte. Du bist jetzt gefickt, egal was du Opfer bringst. Ich nehm dich nicht wirklich ernst und zieh locker ins Achtel. Und mein nächster Gegner wird einfach geschlachtet, es ist der King. Ey, yo, Prey, ich besuch dich in Baden-Baden. Lass Party starten, komm zu dir nach Haus. Und deine Mutter darf den Kari blasen. Du bist mir nicht wirklich gefährlich, höchstens die Hakennase. Bei einer Kopfnuss vor mir endet sicher in einer Hasenscharte. Ey, was da los, dir fehlt sicherlich das Selbstvertrauen. Du Anfang 20-Jähriger, der noch bei seinen Eltern haust. Deshalb pitchst du deine Stimme runter und verstellst sie auch. Schämst dich für dich selbst, doch wenn ich du wäre, würde ich das auch. Bitch, wenn die Runde hier kommt, bin ich bei 40 Grad am Strand in der Havanna, während ihr zu zweit im Zimmer schlaft. Ich hab alle Gründe, dich nicht ernst zu nehmen, Bitch, weil du nicht Battle Rap verkörperst, sondern Märchentexte kickst. Guck, du freust dich drüber, dass ich ja kein Treu-Rapper sei, doch wär schon geil mit dir Spaß, diese Freude zu teilen. Ey, du Fan, schickst DMs, denk mir, ist doch okay, Mann, wegen dir hatte ich keinen Bock mehr in mein Discord zu gehen. Hi Nutte, bye Nutte. Du bist jetzt gefickt, egal was du Opfer bringst. Ich nehm dich nicht wirklich ernst und zieh locker ins Achtel. Und mein nächster Gegner wird einfach geschlachtet, es ist der King, yeah. Hi Nutte, bye Nutte. Du bist jetzt gefickt, egal was du Opfer bringst. Ich nehm dich nicht wirklich ernst und zieh locker ins Achtel. Und mein nächster Gegner wird einfach geschlachtet, es ist der King, yeah.